Ein weiteres Mal willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild, dem Spiel des Jahres für viele. Okay, Leute, wir sind hier in diesem wunderschönen Turm der Hügel, war das so, auf der Karte hier anzutreffen. Ja, ich war ja fleißig beim Aufdecken der Gebiete unterwegs, aber heute wollen wir erstmal ein Stückchen weiter schauen. Ich habe etwas erfahren und zwar muss ich gucken, wir wollen, tatsächlich nach Kakariko. Weil ich etwas erreichen möchte. Vielleicht wäre es aber schlauer. Vielleicht wäre es das, vielleicht nicht. Ab nach Kakariko. Nein, es geht um die weitere, um eine weitere Position eines Fotos. Ihr wisst schon, diese Dingens von wegen, ja, Zelda hat vor 100 Jahren Fotos geschossen, geh dahin zurück und du kriegst krasse Zwischensequenzen. So kann man das gut zusammenfassen. Und zwei davon haben wir schon. Und zwar auch die ersten beiden überhaupt, glaube ich. Das war die richtige Reihenfolge. Kann das sein? Wollen wir nochmal gucken? Wenn es fertig geladen hat, gucken wir doch gerade nochmal. Die Fotos von Zelda. Also sehr viele werden wir bestimmt noch nicht bekommen können. Oder wiedererkennen können. Sprich, pass auf. Gib mal her das. Album. Hier sind wir zu Hause. Also okay, das ist ja wirklich das Erste gewesen. Ja, wunderbar. Ihr habt mir nämlich geschrieben, ich soll das auch der Reihenfolge nachmachen. Und dies ist das Ananas, weil das hier ist schon ziemlich nah am Schloss eigentlich. Haben wir ja gesehen. So, das hier haben wir auch gesehen. Und das hier... Ich kann mir nicht ganz einen Reim drauf machen, wo das ist, aber es wirkt vertraut. Möglicherweise, muss aber nicht sein, haben wir diesen Ort schon mal gesehen. Das da kommt mir etwas unbekannt vor. Was ich noch am ehesten erkennen würde, glaube ich, ist das. Da kann man sich in der Brücke orientieren, das findet man schon. Eigentlich sollte ich das mal suchen. Was sehen wir da noch im Hintergrund? Es könnte sogar relativ nah an der Zitadelle der Zeit sein. So, aber es geht um dieses Bild. Da ist ein Tor. Und wie ich so mitbekommen habe, ist das Tor hier. Wenn ich mich nicht vertue. Sprich, markiere das am besten mal. Dass wir hier hin wollen, dann mal einen Stern. Jetzt haben wir den Stern aber nicht hier drauf, ne? Das ist doof. Können wir nicht einen dieser... ja, hier. So ein. Genau, dann weiß ich auch, wo der Hase lang muss. Das Problem ist, ich gehe trotzdem erstmal so einen Umweg. Und dann sehen wir weiter. Ganz heiter, liebe Leute. Hier bei Part 21 dieses endlosen Spiels, dessen Größe mir durchaus Angst macht. War der gelbe Punkt, ne? So, wir haben noch Kälteschutz. Wir mussten uns einfach was reinpfeifen beim Besteigen des Turms. Das war gar nicht mal so einfach. Gar nicht mal so easy peasy. Alles sehr leise. Ich muss, glaube ich, mal... professionell as hell. Ja, ich musste den Fernseher mal ein bisschen, oder meinen Monitor ein bisschen lauter stellen, weil ich nichts höre. Das Problem ist, man hört hier auch nichts, weil hier einfach nichts ist. Finde ja auch den Todesberg sehr interessant. Wollen wir da mal hin, Leute? Da ist auch ein Turm, ne? Eigentlich wäre das mal geil zu erkunden, durchaus. Das war kein guter Ort, um hier lang zu jumpen. Das ist auch ein Tor, das könnte das auch gewesen sein. Westtor der Ranelstraße. Das ist auch ein Tor. Wenn ich nur mal kurz gucken darf. Ist oben frei im Hintergrund ein Berg. Das sieht zwar sehr ähnlich aus, aber im Hintergrund ein Berg? Nein. Mit anderen Worten, wir gehen jetzt hier entlang. Hoffen, dass am anderen Ende
das auf uns wartet, was ich mir erhoffe. Was ist bei euch los, Jungs? Habe ich ein vernünftiges Schwert? Aber nicht ausgerüstet. Generell sollte ich mich mal wieder ordentlich ausrüsten. Haben wir ja wegen dem Blitz mal nicht getan. Heldengewand ist noch an, aber... Ditte und Ditte hätte ich gern. Oh, da könnt ihr was erleben. Zwei Schläge und die Fische sind rasiert. Nehm mit, was die so liegen lassen. Bockplin-Herz. Die waren ja gut zum Aufrüsten bei der Fee beispielsweise. Konnten das Heldengewand aufrüsten mit den drei wunderbaren Prinzessinnenblumen, die wir beim Masterschwert gefunden haben. Die halt so wirklich schon in Link to the Past angeordnet waren, beim Fundort des Masterschwertes. Was ich halt auch sehr interessant finde, dass man auf solche Details achtet. Ja, das ist schon ziemlich geilomatisch da doch. Schrein in der Nähe. Platz der Ranellstraße. Weiß zwar nicht, wo ich genau stecke. Aber bevor ich hier verrecke, schnapp ich mir eine Decke. Während ich mir ein Eis ablecke. Naja, zerstöre ruhig die Epicness dieses wunderbaren Spiels. Ich muss ein bisschen schauen. Ja, da wollen wir zumindest hin, da vorne. Was will er denn? Jedenfalls sollte ich was mampfen, bevor der mich killt. Hab auch nicht mehr viel. Wir müssen mal wieder was kochen. Ach, das reicht mir. Geh baden und tschüss, Mann. Da vorne ist das? Ist da hinten denn auch ein Berg? Das wäre sehr gut zu wissen. Es könnte sein, dass es der Ort ist, an den ich denke. Ich glaube schon. Jetzt ganz kurz mal gucken. Boah, ich bin mir gar nicht so sicher. Alter. Hat's beide erwischt. Tschüss, my lord. Moblinhorn. Dieses Horn hat einmal einen Moblinkopf geziert. Als Zutat in herkömmlichen Rezepten hat es bisher wenig Preise gewonnen. Als Medizinzutat hat es sich jedoch bewährt. Moblinherz. Moblinhauer. Ach komm, lass das der richtige Ort sein. Osttor der Ranellstraße. Doch, doch. Andererseits... Ja, da ist es! Ich dachte mir schon, es muss doch langsam mal kommen. Hier sind wir, richtig. Hat's geklappt, Prinzessin? Mit dem Training am Berg der Göttin? Sie hat sich nicht gezeigt, oder? Die Siegelkraft. Es tut mir leid. Ach, Zelda. Du hast dein Bestes gegeben. Das muss reichen, oder etwa nicht? Und was bedeutet denn schon dieser Berg? Vielleicht erweckt am Ende etwas völlig anderes die Kraft des Siegels. Ach. Ich danke dir, Urbosa. Prinzessin. Also,
Ich kann das leider nicht gut in Worte fassen. Aber wenn ich meine Heilkraft einsetze, dann habe ich immer ein ganz klares Bild im Kopf. Das ist nur so ein Gedanke, aber vielleicht könntet ihr... Keine Sorge, Prinzessin. Wir finden auch so einen Weg, ihn aufzuhalten. Los, Leute! Alle zu ihren Titanen! Macht euch zum Angriff bereit! Sobald Link sich im Kampf mit Ganon befindet, feuern wir alle im gleichen Moment! Bruder, ab mit dir nach Schloss Hyrule. Du kannst dich auf uns verlassen. Jetzt geh und verpasst Ganon eine Abreibung! Komm, Zelda. Du musst dich in Sicherheit bringen. Nein! Ich werde auch mit euch gehen. Vielleicht bin ich keine große Hilfe, aber bitte, bitte lasst mich mit euch kommen. Ja, wirklich eine wunderbare Erinnerung. Im Sinne von aufschlussreich. Die Erweckung oder Auferstehung Ganon ist jetzt natürlich nichts so Wunderbares. Gerade für Link und Zelda, aber... Nichtsdestotrotz. So, Ranels Spitze, da wird ziemlich kalt, ne? Winter! Was wollen wir tun? Schlagt mich! Aber ich werde versuchen, den Turm dieses Gebietes ausfindig zu machen. Wie episch da noch da was reinrankt. Was zu dem anderen Gebiet gehört. Lol. Keine Angst, der Tag wird womöglich kommen, an dem ich alle Türme aufgedeckt habe. Ich finde es halt immer episch, ich sag mal, irgendwo hinzugehen und zu sagen, hey, wir erkunden jetzt das Land und es ist ja auch noch was dabei, wisst ihr, wir haben ja was davon mit den Türmen. Und keine Angst, sollten irgendwelche Tempel, Schreine auf dem Weg liegen, ich nehme sie mit. Ich mach die, ist doch ganz klar. So, ich hatte das Gefühl, dass der Turm der Wüste am nächsten ist. Sprich. Also, scheiße. Ich muss zwar dahin. Aber es ist da so hoch, dass ich nicht weiß, ob das eine gute Idee ist. Ich dachte, ich bin hier am nächsten, aber ich sehe keinen Turm. Nein. Ich denke, man kann sagen, das hier ist kein guter Ort. Wir probieren es von hier aus. Turm der Hügel. Ist ja nicht so, als ob wir heute da schon mal gewesen wären. Schreibt mir am besten in die Kommis, wo man die anderen Fotoorte findet. Ich glaube, das mit der Brücke nehme ich als nächstes in Angriff. Ihr lieben Liebenden. So dass alle Türme nur noch plausen und keiner mehr rot. Das ist gar nicht der Weg,
also wirklich. Also wenn der Turm... Der wird wahrscheinlich ganz oben drauf sein. Dann weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Das wird langsam beschwerlich, ne? Da sehe ich einen Tempel, gut. Alter, wo wolltest du reinspringen? Wir machen lieber den Schrein. Die Türme, die reißen sich gerade nicht drum, von mir gelöst zu werden. Ist in Ordnung. Habe ich Verständnis, geht klar. Der Kälteschutz dauert an und dauert an. So, während ich so durch die Landschaft renne, kann ich euch gar nicht mehr so viel erzählen. Ich kann euch sagen, dass ich höchstwahrscheinlich das Spiel auch überhaupt nicht durchkriegen werde. Tja, Zelda und Let's Play Markus, das ist so eine Geschichte. Ich verstehe immer, immer schon jeden Teil, ja, wie fantastisch die Zelda-Spiele sind. Irgendwie ist da eine Blockade drin. Außer bei Majora's Mask, Wind Waker und bei Zelda 1 auf dem NES. Alle anderen Zeldas... Ich kann's einfach nicht erklären. Mit dem Spiel auch eine Wertung. Objektiv gesehen. Von 92% geben. Das ist immer noch sehr viel. Es gibt halt ein paar Sachen, die mich... Ich will nicht sagen, die mich stören. Das ist halt das Spiel. Das ist so aufgebaut. Und ich freue mich auch tierisch, dass alle das Spiel total abfeiern. Und es nicht enttäuschend ist, wie zum Beispiel Skyward Sword. War ja für viele irgendwie Grund zum Meckern. Das hier hat so viele Möglichkeiten und Wege und ist schon innovativ, dass man da gar nicht groß was sagen kann. Man kann sich selbst aussuchen, was man machen möchte. Das ist auch great. Und das rechtfertigt auch diesen happigen Preis von 69,99 Euro. Wo sind wir denn hier? Hm? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Monja Toma. Im Namen der Göttin. Mir fiel jetzt nichts mehr ein. Parabelflug. Aha. Das kennen wir ja, das haben wir schon mal gesehen. Ja, kann ich denn da jetzt irgendetwas verändern? Kann ich vielleicht selbst dahin? Weil da ist ja auch irgendwas. Och, Leute. Umgucken. Also da muss es rein. Kann ich das vielleicht sogar mit dem Pfeil erledigen? Muss es doch einfach nur... Hui. Mach lieber mehrmals, bevor die Kugel kommt. Jetzt ist sie da unten, ne? Das ist zwar richtig, aber wie kriege ich denn jetzt mein Kügelchen wieder?
mal selbst hinjumpen, Bart. Das ist sowieso eine Truhe, deswegen... I have to make looky looky. Den Dingern richtig positioniert zu sein. Ist halt alles. Das muss ja nicht mal. Ich hätte da drüber laufen können. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Ich bin so dumm. Ich habe doch gerade selbst gesagt. Ach ja. Sagen, das schaffst du doch wohl. Wo ist denn die Truhe abgeblieben? Kann man die... Ich glaube, ich weiß, wie man an die Truhe kommt. Ich muss aber erstmal das hier in Ordnung bringen. Übelst ärgerlich, wenn das nicht klappt. Egal. Warte. Kugel? Schade. Was sein können. Kugel kaputt? Krieg ich neue Kugel? Wo ist Kugel? Da ist Kugel. Weit gekommen bist du, mein Freund. Die dumm die Lieder, ich trag ne Kugel rum. Ja, rum, lecker, lecker. Schmeiß rein, der Rest wird sich weisen. Gucken uns das jetzt ganz schön an. Ist das nicht schnieke? Das sieht so gut aus. Das wär's zwar, aber die Truhe hätte ich dann doch gerne. Ich denke, es ist auch gar nicht mal so wild, an die ranzukommen. Da gehen meine letzten Pfeile hin. Der zweite Typ hier hat uns zwar nicht weit genug gefeuert, aber so vielleicht. Nee. Das war zumindest meine Theorie. Das wäre es für diesen Schrein gewesen, war ja gar nicht wild. Ah, das war gar nicht wild. Frage ist, was machen wir als nächstes? Zeichen der Bewährung haben wir noch nicht so viele. Schon 3 Krocksamen, Alter. Fehlen ja nur noch 897. Wow. Aber ich denke... Ah, da, welches Gebiet ist das? Dieses... Ob das ein sinnvolles Ziel sein könnte? Wir gucken mal, ob wir das im nächsten Part in Angriff nehmen. Danke fürs Anschauen und ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis dann und ciao.